Hallo Freunde, da bin ich wieder. Und zwar möchte ich mit euch heute zusammen Paprika-Käseschnitzel machen. Oder Paprikaschnitzel überbacken. Ein ganz tolles Rezept. Dazu brauchen wir natürlich einmal unsere Schnitzel. Ich habe hier 7 Stück. Dann brauchen wir 2 Zwiebeln, Paprika rot und grün, Kartoffeln, Salz und Pfeffer, Scheiblettenkäse, Toast oder Chester, etwas Kümmel, 2 bis 3 Esslöffel Paprikapulver, Mehl und Butter. Anfangen tun wir mit unseren Kartoffeln, die kochen wir uns mit Salz und 1,5 Esslöffel Kümmel. In der Zeit, wo die Kartoffeln kochen, kümmern wir uns gleich um die anderen Zutaten. So, Zwiebeln schälen und die werden wir uns auch gleich schneiden. Das braucht nicht so fein zu sein, in mittelgroße Würfel. Entkernen gleich unsere Paprika. Und schneiden uns die auch gleich in Streifen. Als nächstes kümmern wir uns um die Schnitzel. Für die Schnitzel mischen wir das Mehl, das sind ungefähr 5-6 Esslöffel, mit dem Paprikapulver. Schnitzel von beiden Seiten mit Salz und Pfeffer würzen. So, nachdem wir sie mit Salz und Pfeffer gewürzt haben, kommen sie in unser Mehl- und Paprika-Gemisch. So, die lassen wir da ein bisschen abkühlen, bevor wir sie pellen, und machen bei den Schnitzeln weiter. Die warten jetzt auf ihren weiteren Einsatz. Als nächstes pellen wir uns unsere Kartoffeln. So, die Kartoffeln sind alle geschält und die warten jetzt auch auf ihren Einsatz. Die lassen wir einfach da stehen. Die dürfen ruhig ein bisschen auskühlen, dann lassen sie sich viel besser schneiden. Als nächstes geht es am Herd weiter. Wir müssen unsere Schnitzel etwas anbraten. Zwiebeln und Paprika müssen gedünstet werden. Dazu baue ich euch um. So, jetzt wisst ihr, warum das Universaltopf heißt. Erst waren die Kartoffeln drin und jetzt kommen gleich unsere Schnitzel da rein. Mit reichlich Butter braten wir sie an. Von jeder Seite werden sie jetzt 2-3 Minuten angebraten. Während die Schnitzel vor sich hin brutzeln, richten wir uns gleich unsere Ofenhexe. Die Kartoffeln einfach in Scheiben schneiden. So, die fertigen Schnitzel einmal gewendet, legen wir auf einen extra Teller. Und gleich die nächste Portion wird gebraten. Die Kartoffeln tun wir gleich noch ein bisschen salzen und etwas Pfeffer. Die Schnitzel sind rausgebraten, von jeder Seite 2-3 Minuten, und die warten jetzt auch erstmal. So, als nächstes kommen unsere Zwiebeln
in den Bratenfond. So, die Zwiebeln haben wir jetzt schön glasig angedünstet und die kommen jetzt zu unseren Kartoffeln. Den Topf setzen wir wieder auf, geben nochmal einen Schwung Butter dazu und dünsten darin gleich unsere Paprika an. Die Kartoffeln und Zwiebeln werden wir miteinander mischen. In die Kartoffeln und Zwiebeln mischen wir gleich so ein paar Stücke von dem Käse mit rein. Geben wir mal 3 Scheiben so als Flöckchen da drauf und mischen die uns noch so ein bisschen unter. Auf die Kartoffeln legen wir jetzt fächerartig unsere Schnitzel. So leicht überlappend. Das Fett von den Schnitzeln, das geben wir mit rein. So, die Paprika ist leicht angedünstet und die kommen jetzt auf unsere Kartoffeln. Die Butter und so, das darf alles ruhig mit rein, dann wird das alles ein bisschen saftiger. Und zum Schluss der Käse. So, die 20 Minuten sind rum und wir holen jetzt unseren Auflauf aus dem Ofen. So, hier haben wir das gute Stück. Käse ist schön verlaufen. Das sieht vom fertigen Teller mache ich euch natürlich wieder ein schönes Bild. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist ein tolles Rezept. Uns gefällt es hervorragend. Wie es schmeckt, muss ich hinterher nicht mehr sagen. Ich weiß es. Das ist ein tolles Essen, ein tolles Gericht. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wie ich meine Paprikaschnitzel zubereitet habe. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Und wenn wir das nächste Mal wieder zusammen kochen wollen, dann hier oben einfach abonnieren. Macht es gut! Thank you.